Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir Schweizerinnen und Schweizer gehören zu den fleissigsten Papiersammlern in Europa. Gut 70 Kilo Zeitungen und anderes Altpapier hat jede Einwohnerin, jeden Einwohner bei uns im letzten Jahr gebündelt und zum Abholen vor die Tür gestellt. Der grösste Teil von dem Altpapier wird zur Herstellung von Recyclingpapier verwendet und aus dem gibt es dann wieder neue, hochwertige Produkte. Unter dem bekannten Coop Ökoplan Label kommen Sie bei Coop neben Couvert, Blöcke und anderem Papeteriezubehör auch eine besonders saugfähige Haushaltrolle und ein neues Toilettenpapier aus 100% Schweizer Recyclingpapier über. Dass Altpapier, Qualität und Hygiene dank neuester Technik kein Widerspruch muss sein, zeigen wir Ihnen in einem Filmbeitrag. Bei der Tela AG in Niederbipp wird Ihr Altpapier mit gebrauchtem Papier aus Büro und geschredderten Akten vermischt, in einem geschlossenen Wasserkreislauf von Farben und anderen Rückständen gereinigt und ohne Zusatz von optischen Aufhellern in dieser gewaltigen Maschine zum Ausgangsprodukt für verschiedene Artikel aufbereitet. Aller Anfang ist schwer, könnte der Kommentar zu diesen Bildern heissen. 2,5 Tonnen schwer ist nämlich so eine Jumbo-Rolle. Und es braucht natürlich drei davon für das dreilagige Toilettenpapier von Coop Ökoplan. Da entstehen die einzelnen Rollen mit je 200 Blatt. Sicher und sanft, dank dem neuen Prägeverfahren und besonders hygienisch wegen der Thermobehandlung. 25'000 Rollen von dem neuen Toilettenpapier für die Exklusivmarke Coop Ökoplan Ronda kann die Maschine pro Stunde produzieren. Oder 15 Eisenbahnwagen pro Tag. Denn wenn schon umweltschonend produziert wird, dann wird auch umweltschonend transportiert. Ebenfalls neu von Ronda zur Wahl stehen jetzt 2 weitere Qualitäten für höchste Ansprüche. Ronda Supersoft mit 4 Watt weichen Lagen und Ronda Colors für mehr Farbe im stillen Örtli. Von der Papierfabrik machen wir jetzt einen Gump in die Studioküche mit Armin Amrain, einem Küchenchef vom Bürgerstock. Und zwar ist es ein rechter Gump. Wir gehen nämlich zusammen auf eine kulinarische Reise nach Indien und machen einen Bulli-Topf mit Curry und Joghurt. Grüezi miteinander. Bulli-Flügel und Unterschenkel wie gewohnt über Nacht im Kühlschrank auftauen. Naturjoghurt mit Peperoncini-Streifli, presstem Knoblauch und Ingwer zu einer Marinade vermischen. Bulli-Teil mit Haushaltpapier abtopfen, in die Marinade geben und im Kühlschrank ungefähr eine Stunde ziehen. Leider hat sich das IOC in Seoul auch das mal wieder gegen die Schweiz entschieden. Und die Olympischen Spiele 2006 werden nicht in Sion stattfinden. Kein Gold für die Schweiz, aber nochmal Gold für Sie, dank unserem Wettbewerb. Wir starten zur letzten Goldrunde. Das mal offeriert von Wernli Butterherzli, einem zarten Buttergebäck. Das Frühlings- und Sommerfrisch mit integriertem Weichspüler. Hero Le Fruit Confiture, einem natürlichen Fruchtgenuss in 7 Sorten. Lipton Iced Tea Lemon, die ultimative Erfrischung. Und Mini Babybel, der feine, milde Halbherdkäse. Jetzt aber ohne weitere Worte zur goldigen Chance, zur Ziehung vom VW Polo Classic im Wert von 22'470 Franken. Der VW Polo bietet das Höchstmaß an Sicherheit, hochwertige und langlebige Verarbeitungsqualität und besonderen Fahrkomfort. Die Verbindung von seinem dynamischen Design mit einer umfangreichen Serienausstattung macht das Fahrvergnügen mit dieser sportlichen Limousine perfekt. Wir sind gespannt, wer das mal Glück hat und die goldene Chance packt. Gerade ist es soweit. Der glückliche Gewinner ist... Herzliche Gratulation! Alle Gewinner werden natürlich wie immer persönlich informiert. Vorher geht es jetzt aber noch weiter mit dem zweiten Teil des Rezepts. Bitte Armin. Und zwar geht es gerade weiter mit der Zubereitung der Soße. Gehackte Zwiebeln in der Brotbutter andämpfen. Mit geschälten Tomatenwürfeln oder eine Dose Belati ablöschen. Mit scharfem und mildem Curry, Salz und einem Teelöffel Honig würzen. Den Bulli-Teil mitsamt der Marinade zu dieser Soße geben. Alles gut mischen und während 25 bis 30 Minuten schmoren. Das Gericht können Sie mit einem Trockenreis oder zur Abwechslung mit einem Ciabatta-Brot aus der Coop-Bäckerei servieren. Auch das Rezept steht wieder in der Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Die Bulli-Flügel von Goldstar für das rassige Rezept gibt es jetzt übrigens bei uns zum Aktionspreis. Eine Chance, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Und das sind weitere günstige Angebote von dieser Woche. Eine Schale Pfirsich aus Italien kostet 1,50. 3 für 2 Emmi Energy Milch kommen Sie über für 2,80. Mit der Go-Profit-Karte gibt es breite Galanudeln zum halben Preis, denn Sie wissen ja, Go-Profit Plus
vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen herrliches Badewetter, stimmungsvolle Grillübung und unvergessliche Ferien. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.